Erstens halte ich es für notwendig, dass wir in diesen Runden, die ja sinnvoll sind, aber einmal nicht nur über die einzelnen Bäume reden, sondern über den ganzen Wald. Das ist, glaube ich, das, was bis jetzt ich jedenfalls als Defizit empfinde. Der zweite Gesichtspunkt ist, ich meine schon ernst, wenn ich sage, ich werde genau hinhören und auch bei triftigen Bedenken darüber nachdenken, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in der Landesregierung. Drittens, wir wissen, Niedersachsen ist keine Insel. Wenn wir jetzt also, wie das ja übers Wochenende einmal mehr der Fall gewesen ist, gewissermaßen im Wege einer Kettenreaktion sehen, dass überall Länder beim Thema der Kontaktbeschränkung einen anderen Weg gehen als wir, dann werden wir uns fragen, gibt es gute Gründe dafür, uns dem anzuschließen oder gehen wir an dieser Stelle unseren Sonderweg? Das ist alles, sage ich ganz offen, keine Traumlösung von mir, dass wir über niedersächsische Wege reden müssen. Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten eine wirklich sehr gute Bund-Länder-Abstimmung, an die sich auch alle halten. Aber das ist nun einmal nicht der Fall. Das ist ein nüchterner Fakt. Und dann gehen wir den Weg, den wir aus unserer Verantwortung heraus für Niedersachsen für richtig halten. Es ist interessant zu sehen, dass natürlich immer bei einzelnen Maßnahmen einzelne Länder vorweggehen, während andere das dann eben nicht tun. Das sind dann immer so Ausreißer, die immer wieder dann eben auch natürlich eine erhebliche Diskussion auslösen. Ich glaube für Niedersachsen, wir tun gut daran, einmal die Gesamtschau vorzunehmen und auf dieser Grundlage uns zu entscheiden, welches unser Weg ist und insoweit uns auch ein wenig abzukoppeln von diesen ständig hochploppenden Diskussionen, die natürlich auch in der Bevölkerung eine entsprechende Verunsicherung auslösen müssen.